Dr. Willy, komm zur Station. Hat jemand meinen Namen erwähnt? Hallo, Herr Doktor, wie kann ich Ihnen helfen? Bitte bring Zimix9 das Essen. Mit Vergnügen, Doktor. Okay, wo befindet sich das kleine Lämmchen? Oh, ich muss meinen Schatz noch schnell verstecken gehen. Okay, ich lasse das mal hier stehen und warte, ich schmeiße es einfach hier in die Ecke. Ding! Oh mein Gott, hat jemand Zimmer 69 gesagt? Ich habe eine gute Idee. Arme Menschen sollten nur Essen für arme Menschen essen. So, okay, meinen Schatz habe ich gut versteckt. Jetzt gehen wir mal das Essen bringen. Mein Lieblingsessen, lecker. Ich würde das so gerne selber essen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso Timothys Mutter so gemein zu mir war. Es war ja nicht mit Absicht. Ding. Wo ist Zimmer 69? Wo ist meine kleine Perle? Ach, hier ist sie. Hallo, Essen. Ja, wer ist da? Der Dr. Willy mit deinem Essen. Komm, lass mich reinkommen. Was ist das bitte? Spaghetti Vormonese. Lecker. Ich glaube, ich kann es nicht essen. Ekelhaft. Keine Widerrede. Du wirst es sofort essen. Aber das Essen bewegt sich. Natürlich, weil wir nur frisches Essen servieren. Hier. Ja, gut gemacht. Ich wusste, dass es dir schmeckt. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Oh mein Gott, mir ist so übel. Das Essen hat sich in meinem Mund noch bewegt. Boah. Oh, ich muss mich einfach nur noch hinlegen. Wer ruft mich an? Hallo? Deine beste Freundin? Hast du mich etwa schon vergessen? Ich komme morgen vorbei. Wirklich? Oh mein Gott, das wäre so cool. Ich habe so viel zum Erzählen. Oh mein Gott, ich habe dir auch so viel zum Erzählen. Ich habe gestern mit dem Typen rumgemacht, hat Urmundgeruch gehabt. Aber mehr dazu morgen. Ja, bis morgen dann. Tschüss, Ava. Tschüss. Ich wünsche, sie würde heute kommen. Oh, ich bin so froh, dass die Operation erfolgreich war. Keine Sorge, Timothy. Wie du bereits wusstest, ich bin ein Ninja von Konoha damals gewesen und ich werde dich zu deinem Zimmer bringen, ohne dass dich jemand sieht. In meinem ultimativen Ninja-Auge, und zwar das Mangekyo Sharingan. Also keine Sorge, wir sind gleich in deinem neuen Zimmer. Und et voilà, hier sind wir schon. Warte, ich werf dich noch schnell auf dein Bett. Ja, perfekt. Wir sehen uns, Bruder. Tschüss. Chill nicht zu hart. Okay, schnell die Beweise vernichten und auf zu meinem Sohn. Oh, Timothy! Bitte wach auf, wie geht es dir? Oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Bitte wach auf, mein Sohn. Was ist das für ein Lärm? Ach, du bist es, Mama. Was will die Alte hier? Ich musste mir solche Sorgen machen, wo ich gehört habe, dass du mit Schlammblütern abhängst. Oh, Mama, kannst du einfach mal chillen? Mir geht es gut. Und wieso hast du eine Sonnenbrille und einen Hut im Spital an? Creepy? Natürlich, um meine verschwollenen Augen zu verstecken. Ich war die ganze Nacht am Weinen wegen dir und dem Schlammblut, der dir das angetan hat. Also wirklich. Erstens mal, ihr Name ist Ava und es war nicht ihre Schuld. Es war meine Idee. Oh, mein Sohn, ich wusste gar nicht, dass du wohltätige Arbeit für die Armen machst. Ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Ich gehe wieder ins Bett. Timothy, was fällt dir ein? Weißt du, wie viel ich für ein Uber gezahlt habe hierher? Und jetzt pennst du einfach ein. Oh, Kinder heutzutage. Tüdelidü. Boah, Ava, bist du Emo oder wieso ist es so dunkel hier? Nein. Ach, ich muss die Fenster öffnen. Schon viel besser, oder? Und nun mach eine rote Tablette für mich und eine blaue Tablette für Timothy. Gut gemacht. Und deine Temperatur? Leicht erhöht, aber nicht schlimm. Oh, und gute Nachrichten. Deine beste Freundin ist auf dem Weg zum dich besuchen. Wirklich? Oh, ich freue mich schon so. Hey, tschüss. Ich freue mich schon so. Ava, was geht, mein Bruder? Endlich bist du hier, ich habe dich so vermisst. Mann, schaust du fertig aus wie ein Geist. Ja, die letzten Tage waren sehr hart. Komm in meine Arme, Schnuggele. Hier, gestohlene Blumen vom Nachbarn für dich. Dankeschön, nichts geht über gratis Blumen. Das stimmt. Oh, ich muss dir was erzählen. Also, ich war auf einem Date mit diesem überheißen Typen. Er ist Model und ein Model für Dolce & Gabbana und Versace. Er war so perfekt, aber er hat davor Döner gegessen und hat so aus dem Mund gestohlen. Er hatte Knoblauchreste zwischen den Zähnen. Aber man sagt doch, Döner macht schöner. Leider nicht in seinem Falle, aber ich lasse das Magazin da zur Aufheiterung. Und wieso sollte mich ein Magazin mit seinem Gesicht aufheitern? Weil ich fast in Ohnmacht gefallen bin von seinem Mundgeruch. Das ist echt eine geile Story. Okay, ich muss dir aber auch was erzählen. Okay, wenn deine Story um einen heißen Typen geht, dann hast du meine volle Aufmerksamkeit. Okay, er heißt Timothy und er schaut aus wie der heiße Schauspieler von Spider-Man, Thomas Hollando. Okay, dann muss er ja Boyfriend-Material sein. Ich muss schon los, schick mir ein Foto von ihm, tschüss.
Okay, die Luft ist sauber. Ich glaube, alle Ärzte schlafen schon und ich kann mich zum Timothy schleichen. Was ist das Geräusch gewesen? Oh mein Gott! Was macht der hier? Oh mein Gott, ich muss weg. Ich muss einfach weg. Oh, hey, Timothy. Oh, hey, Ava. So gut, dich zu sehen. Und sorry, dass unser Date letztens so dramatisch enden musste, aber mir geht's schon so viel besser. Ey, lach doch nicht. Ich war so extrem besorgt um dich. Ich konnte nicht schlafen. Ey, verkopf dich nicht. Mir geht es schon so viel besser. Und die Ärzte meinten, meine Werte sind so gut, dass ich bald entlassen werde. Wirklich? Yep, mein voller Ernst. Ich freue mich so für dich, dass es dir besser geht. Und genau deshalb müssen wir heute wieder auf ein Date gehen, weil viel Zeit habe ich nicht mehr. Jetzt? Es ist doch schon voll spät. Und genau deshalb ist es der perfekte Zeitpunkt. Komm, zieh dich um und wir treffen uns im Garten nochmal, damit wir nicht so extrem auffallen, okay? Also mit dir gibt es wirklich keine Langeweile. Okay, ich gehe mich schnell umziehen. Wieso bin ich plötzlich so nervös? Hey, Timothy. Hey, Ava. Ich habe mir noch schnell ein paar Snacks geholt von der Kantine, natürlich ausgeborgt. Die Qual der Wahl, Cupcakes oder Chips? Was hättest du lieber? Dann nehme ich das Cupcake. Einmal Cupcake für dich dann. Lecker! Ey, freut mich voll, dass dir meine Snacks so gut geschmeckt haben, dass du direkt beides gegessen hast. Das tut mir so leid. Das letzte Mal, wo ich gegessen habe, war Spaghetti Bolognese. Und das war nicht lecker. Okay, von nun an werde ich dir jeden Abend Snacks vorbeibringen, okay? Du bist mein Held, du bist mein Spider-Man. Dankeschön. Spider-Man? Was meinst du damit? Na, ist egal. Die Blume ist für dich. Du bist einfach viel zu süß. Kein Ding, aber ich habe gehört, du hast ein sehr schwaches Herz. Ja, leider. Ich habe ein sehr schwaches Herz und ich brauche einfach einen Herzspender derzeit. Ach, meine Ava, ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, dass ich einen Herzspender für dich finden kann. Viel zu süß. Du wirst mir persönlich einen Spender finden? Naja, wer weiß. Ich habe schon einen Plan. Eine Sternstuppe, wünsch dir was. Wirklich? Okay, ich muss mir was wünschen. Timothy, danke für alles. Kein Problem, solange ich Zeit mit dir verbringen darf, ist alles gut. Hallo, Dimitri. Komm zum üblichen Platz sofort. Oder soll ich dich Willi nennen, dein Alibi-Namen? Guter Name, Meisterin. Zum Glück gibt es keine Kameras in diesem Park für arme Menschen. Meisterin, was kann ich für Sie tun? Dimitri, du weißt, was ich brauche. Ich brauche 30.000 Euro. Hinterlege es mir dort, wo der Adler gerne landet. Mach deinen Job und deine Belohnung wird sein, dass du mir die Füße küssen darfst. Meisterin, womit habe ich Ihre Großzügigkeit verdient? Das Geld wird an dem vereinbarten Ort sein in 10 Minuten. Und dann werde ich auch meine Belohnung holen. Wir sehen uns, Meisterin. Einer der Vorteile, reich zu sein, ist, dass ich mir dieses Einkaufszentrum einfach so gekauft habe, weil mir langweilig war. Okay, niemand ist hier. Security Guard ist nach Hause gegangen. Okay, mein PIN eingeben und schon sollte das Geld da sein. Ach, ich bin so froh, dass ich auf Dimitri immer zählen kann. Er macht einfach so einen super Job. Ich meine, er muss mir die Füße küssen als Belohnung, aber ich kann ihm mal ein Auge zumachen. Ich bin ja auch eine großzügige Person. Okay, und jetzt gehen wir auf zu meinem Job. Ich hoffe, Ava wird sich freuen. Okay. Was? Wie lange bist du schon hier, kleine Ratte? 4 Stunden. Was ist denn mit deiner Stimme los? Hast du keine Freunde? Ach, geh mir aus dem Weg, du Ratte. Tschüss. Überall diese Ungeziefer. Oh, endlich habe ich es geschafft zum Treffpunkt. Hey, hast du die Ware? Hallo, ich rede mit dir. Hast du das Bargeld? Hast du keine Augen? Das Geld fällt mir schon fast aus den Taschen. Nein, du hast Augen. Oh, danke für das Bargeld. Ich zeig dir jetzt unsere Hitmans. Okay, und hier haben wir den sportlichen, coolen Typen. Kommen wir zum nächsten. Den rothaarigen Bad Boy. Eine sehr hohe Erfolgsquote. Und zu guter Letzt haben wir den Softie. Der Traum aller Eltern. Wissen Sie, welchen Sie anstellen wollen? Frau Chalalamemei. Ich entscheide mich für den rothaarigen Bad Boy. Hervorragende Auswahl. Ich werde Bad Boy morgen kontaktieren und er wird mit seiner Arbeit sofort anfangen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Auf Wiedersehen. Oh, ich kann es kaum abwarten.
Vielen Dank fürs Zuschauen und falls euch dieses Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos in der Zukunft verpassen wollt, dann liked und subscribe. Und großes Dankeschön an Aisha Darame fürs Kommentieren, Liken und Abonnieren. Und ihr könnt uns auch auf TikTok finden. Dankeschön. Tschüss.